Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und wir starten direkt rein mit den Europa-League-Spielen von gestern Abend. Ich habe gestern Nachmittag eine Nachricht von einem Stammi bekommen und der hat mir geschrieben: Mensch André, sprecht doch mal bitte ein bisschen mehr über den SC Freiburg. Ihr feiert immer die internationalen Erfolge der Mannschaften ab, aber die Freiburger, die kriegen zu wenig Platz bei euch, die machen das richtig, richtig gut. Das stimmt, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber ich möchte jetzt auch nach dem 0:5 gestern bei West Ham nicht damit anfangen, mehr über Freiburg zu sprechen. Das hätte der SC nämlich nicht verdient. Die haben das bis dahin richtig, richtig gut gemacht. Gestern war nicht deren Tag, muss man ganz ehrlich sagen, und deswegen endet die Reise in Europa für diese Saison. Spannend wird da in den nächsten Tagen, wie entscheidet sich Christian Streich? Macht er weiter oder wird er im Sommer sein Amt niederlegen? Also, Freiburg leider raus, aber es gab Wahnsinn, absoluten Wahnsinn in der Bay-Arena. Leverkusen dreht das Spiel gegen Karabakh Aktam. Wir hören rein bei Pippo Ahrens. Hallo André. Entschuldigt bitte, wenn mir vielleicht die Worte fehlen sollten. Was hier in Leverkusen gerade passiert ist, war nichts weniger als das größte Euro-Wunder seit dem Gewinn des UEFA Cups 1988 gegen Espanyol Barcelona. 0:2 lag Leverkusen nach 67 Minuten gegen Karabakh Aktam zurück. Aber diese Mannschaft, die will nicht verlieren, sie will gewinnen. Und sie wird so gefeiert von ihren Fans. Für eine unfassbare Aufholjagd. Jeremy Frimpong mit dem 1:2. Und dann kam die Schick-Show. Patrick Schick mit einem unfassbaren Doppelpack in der Nachspielzeit. Leverkusen steht Kopf, Leverkusen steht im Viertelfinale der Europa League. Und sie bleiben ungeschlagen, die Leverkusener. Mein Gott, diese Mannschaft, das sind Mentalitätsmonster geworden. Was hat Xabi Alonso aus Leverkusen gemacht? Wie gesagt, mir fehlen einfach die Worte für das, was diese Mannschaft in dieser Saison leistet. Ich glaube, das soll es wirklich gewesen sein. Lass mir ein bisschen die Stimmung sprechen und hören uns dann am Wochenende in Freiburg wieder. Unfassbar. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, 2:0 hinten liegen in beiden Spielen gegen Karabakh. Das ist nicht das, was der Anspruch von Bayer Leverkusen ist, aber das interessiert am Ende keinen mehr. Weiter, nächste Runde und heute im Topf, wenn es um die Euroleague-Auslosung geht. Wir sind sehr gespannt, was da auf Bayer Leverkusen zukommt. Kommen wir jetzt zur Bundesliga. Heute Abend spielt der 1. FC Köln gegen RB Leipzig und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast. Der Sportdirektor von RB ist bei mir, Rufen Schröder. Moin, Herr Schröder. Ja, moin. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wo erwische ich Sie gerade? Ja, wir sind im Mannschaftshotel. Wir bereiten uns natürlich dann schon vor heute Abend. Ist aber eigentlich immer ganz schön, abends zu spielen. Gut, Köln-Müngersdorf, volle Hütte, Flutlicht. Auch als Gastverein freust du dich drauf. Geile Stimmung dazu. Langer Tag, kannst noch einiges regeln. Viele Termine mit Beratern, aber auch mit der Mannschaft, im Trainerteam. Und nee, wir spielen gerne in Köln und ja, sind voller Vorfreude. Ich möchte Ihnen nicht wehtun, ne? Aber ich muss einmal pieken. Jetzt ist ja heute die Champions-League-Auslosung. Wie doll tut das weh? Extremst weh. Glaube, vor dem Los Real Madrid, glaube ich, die wenigsten hätten jetzt auf uns gesetzt. Und trotzdem, wenn du die beiden Spiele gesehen hast und auch gefühlt hast, ja, da hatten wir eine Riesenchance weiterzukommen. Wir haben einfach zwei tolle Spiele abgeliefert, aber im Endeffekt mit dem Thema Effektivität hätten wir, glaube ich, Dinge gelöst. Real Madrid war nicht, ich sag mal, das Real Madrid, was man kennt, in den beiden Spielen auf jeden Fall nicht. Wir hatten eine Vielzahl auch an Chancen und ja, extremst bitter. Dazu kommen natürlich auch in beiden Spielen unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Das war jetzt nicht entscheidend, weil wir möchten jetzt nicht auf die Tränendrüse und nur deswegen, nein, so sind wir nicht. Nur trotzdem tut's weh, weil ich meine, unter den letzten 8 Champions League mit den Mannschaften zu sein, sich mit dem Besten zu messen, die Hymne zu hören, ich glaube, mehr geht nicht. Wir müssen trotzdem so ein bisschen über die Konsequenz sprechen. Das ist ja zum einen die Nicht-Teilnahme an der Club-WM. Das hätten sie wahrscheinlich gerne mitgenommen, vermute ich. Erstmal auf jeden Fall, weil du dich natürlich auch da mit dem Besten auch wieder messen kannst. Das ist einfach auch wieder ein, ja, würde man sagen, nach außen hin, das ist natürlich schon wichtig, auch für den Verein zu strahlen und auch gleichzeitig deutschen Verein auch dann nach Deutschland zu zeigen, dass man halt mit den Besten dann auch spielt, mithalten kann. Das ist gleichzeitig auch eine Anwerbung für neue Spieler. Extremst spannend, auch dann dabei zu sein, um zu sagen, okay, guck mal, kannst du mit teilnehmen, wo die meisten vielleicht auch noch nicht teilgenommen haben. Also das
ja, mehrfach einfach eine gute Sache gewesen. Jetzt ist es so, jetzt Borussia Dortmund mit dabei, ja, konnten sich so ein bisschen dann über uns ausscheiden, dann vielleicht freuen. Auf der anderen Seite halten wir deutschen Vereine natürlich schon auch zusammen, was das Abschneiden dann auch angeht, ne, dass man dementsprechend auch vielleicht so als Fünfter sogar in die Champions League kommen könnte. Aber wie gesagt, unsere Rechnung geht dann natürlich auch anders. Ja, diese kleine Fehde mit Borussia Dortmund, die bleibt jetzt ja erstmal bestehen. Es geht um Platz 4, ist ja klar. Also möglicherweise reicht auch Platz 5, aber da will man sich wahrscheinlich auch in Leipzig nicht drauf verlassen, ne? Nee, haben wir von Anfang gesagt. Also fokussieren uns auch auf uns, auch das Thema immer rüber zu schauen, wo spielt Dortmund, wo spielen wir. Wir gucken auf uns. Ich glaube, da tun wir gut daran, unsere Spiele zu spielen, unsere Spiele auch zu gewinnen. Natürlich auch dann dabei, natürlich an Borussia Dortmund zu denken, wenn wir zu Hause spielen gegen sie, ich glaube im direkten Duell, aber da sind wir noch längst nicht. Wir müssen weiter konsequent unser Ding durchziehen, haben jetzt eine gute Phase. Wir müssen die Spiele, wie gesagt, gewinnen und am besten auch heute in Köln. Da kommen wir gleich noch zu. Wie wichtig ist denn die Champions League für RB, auch für die kommende Saison? Also da ist ja wahrscheinlich auch der ein oder andere Spieler dabei, den man momentan im Kader hat, der gerne auch in der nächsten Saison Champions League spielen möchte. Da ist ja auch ein Spieler dabei, den hat man momentan ausgeliehen. Ne? Ich rede von Xavi Simmons. Der hat einen sehr hohen Marktwert. Ich weiß nicht, ob eine feste Verpflichtung in Frage kommt, aber selbst wenn man den nochmal leihen will, will der wahrscheinlich auch in die Champions League. Ja, also das ist Maß aller Dinge. Ich glaube auch, wenn du jetzt gesehen hast in Real Madrid, wie die Spieler das aufgesogen haben, für die bestehenden Spieler, aber auch für die eventuell neuen Spieler, die natürlich dazukommen wollen. Aber vollkommen klar, für den Verein, die direkte Quali für Champions League ist das Ziel, was wir ausgeben, was wir uns vornehmen, was wir auch erreichen wollen und ein Stück weit auch müssen mit unseren Ansprüchen. Das Ziel muss immer das Höchste sein. Und von daher, ja, arbeiten wir ran. Natürlich auch, um unsere Grundlage auch einfach besser zu haben, um einfach auch dahingehend den Spielern diese Bühne zu geben. Natürlich beim Xavi, Sie haben es angesprochen, natürlich elementar, aber auch Dani Olmo. Einfach allen vielen Spielern, die gar nicht weitermachen, möchten einfach Champions League spielen. So. Und das ist das Maß aller Dinge. Das beschäftigt uns. Wir sind überzeugt, dass wir das schaffen werden, um eine gewisse Grundlage auch zu haben, den Spielern einfach diese Bühne zu geben. Da spielt der Xavi natürlich auch eine Rolle, aber haben wir ja schon besprochen. Es ist einfach so, wir haben eine Leihe ohne Option. Xavi geht erstmal zurück und trotzdem möchten wir die Zeit jetzt genießen mit ihm. Ich glaube, er fühlt sich pudelwohl und möchten danach der Saison natürlich auch dann die Gespräche aufnehmen, ob es dann eine Möglichkeit nochmal gibt, dann nochmal einzugreifen, aber da sind wir noch nicht. Also, junger Mann, 20 Jahre alt, hat die Bundesliga verzaubert. Sie sehen da schon eine Chance, ne? Also, das klingt jetzt nicht so richtig pessimistisch bei Ihnen. Ja, also es waren ja schon die unterschiedlichsten Dinge, die wir gemacht haben. Auf der einen Seite haben wir es mal ganz sachlich benannt, so wie es ist. Ein Jahr Leihe, ohne Option, er geht zurück und gefühlt die Gazetten in Frankreich sagen, er ersetzt Mbappé. Dann wurde gesagt, RB, oh, die kämpfen gar nicht um ihn, die wollen ihn ja gar nicht behalten, die sehen das ja alles gar nicht. Jetzt ist man so ein bisschen in der Thematik, dass man sagt, man bemüht sich, weil es war von vornherein klar, dass wir uns bemühen wollen und jetzt heißt es, wir sind optimistisch. Also von daher, es ist wirklich jetzt der Stand ganz klar, dass er zurückgeht und trotzdem ein Fünkchen. Natürlich wünscht man sich das, alleine auch das Sportlerherz, um Dinge zu kämpfen, um einfach auch den Spieler von uns zu begeistern, von unserem Weg zu begeistern. Und wie gesagt, wenn man sieht, wie Xavi hier vor Ort auch auftritt, toller Profi, der sich wirklich komplett auf Fußball einlässt und fokussiert ist, keine Stahllöhren hat, der einfach so normal umgeht mit den Dingen, klar wünscht man sich den nochmal ein Jahr länger im Verein. Aber nochmal, das sind jetzt viele, viele Konjunktive, die wir jetzt da bemühen müssen und trotz allem ist man entweder ein pessimistischer Mensch oder eher ein positiver Mensch. Ich bin grundsätzlich eigentlich ein positiver Mensch und von daher, ja, wir werden sehen. Aber ich höre da auch raus, 70 Millionen Marktwert hat der Mann, Paris wird den sicherlich dann unter 100 nicht gehen lassen, das macht RB nicht. Also da müssen wir mehrere Klingelbeutel aufstellen, also sozusagen nein, das ist nicht realistisch. Ne? Okay, Dani Olmo haben Sie selber gerade angesprochen. Ist auch ein Mann, für den wahrscheinlich das ein oder andere Angebot reinkommen könnte im Sommer. Ist da vielleicht sogar so ein bisschen der Vorteil, dass der noch keine Saison so richtig durchspielen kann, weil er immer wieder Probleme mit seinem Körper hat? Ja, muss man, also richtig angesprochen auf jeden Fall. Dann ist jetzt stabil, was uns total freut. Man sieht natürlich auch, wenn er stabil ist, was er für Leistungen auch zeigen kann. Hat wirklich auch in den Spielen, jetzt auch gegen Real Madrid, aber auch in der Liga, du siehst immer wieder, es ist einfach ein Unterschiedsspieler. Natürlich auch Dani fühlt sich wohl, er weiß auch, was er an uns hat und wenn er so konsequent weiterspielt, dann werden Angebote reintrudeln, das ist so. Dann gibt es natürlich auch einen Abwägungsprozess mit allen Beteiligten, aber wie gesagt, wir sind erst einmal froh, dass er einfach stabil ist. Aber wenn so ein Dani Olmo für 60 Millionen geht, dann ist ja gar nicht mehr der Weg so weit zu Xavi Simmons. Ja, also wir beiden sollten mal Manager spielen, wenn es so einfach wäre, immer eines ins andere. Nein, so weit sind wir halt noch nicht. Also wie gesagt, wir wollen die besten Spieler natürlich trotzdem halten, aber klar ist ja auch logisch, wenn Spieler sich verändert und es gibt auch eine Möglichkeit auch zu transferieren. Das haben wir im letzten Sommer, glaube ich, gezeigt. Wir haben ca. 250 Millionen umgesetzt mit den Spielern, haben dann auch eingesetzt, haben ein deutliches Plus erwirtschaftet. Ich glaube, dann haben wir Möglichkeiten, haben auch vor allem auch Ideen. Das ist ja auch immer wichtig, ne, was passiert, wenn. Das ist ja auch das Thema Kaderplanung, Scouting. Wir haben eine hervorragende Scouting-Abteilung, wo wir einfach Dinge jede Woche besprechen. Also
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend im Sommer. Sie haben auch zwei Nationalspieler wieder mit dabei, mit David Raum und auch mit Benny Henrichs. Wir sprechen ja mal in Deutschland davon, wir haben keine Außenverteidiger, Sie haben sogar zwei. Ja, freut uns natürlich, weil beide auch konstante Leistungen zeigen. Das Schöne ist ja dann auch noch beim Benny Henrichs sogar nochmal, der kann rechts, er kann aber sogar auch links verteidigen. Da macht er dem David Raum natürlich auch nochmal Konkurrenz. Natürlich würden wir uns freuen, wenn beide auf ihren Stammpositionen spielen würden. Grundsätzlich freut uns das natürlich auch da wieder. Ist es für uns natürlich auch ein tolles Zeichen als Verein, dass wir einfach gute Spieler haben, die für ihre Nationalmannschaften auch spielen, und wenn es dann auch ein deutscher Nationalspieler ist, umso besser. Von daher, ja, wir wünschen uns einfach für Fußball Deutschland einfach A, eine bessere Grundstimmung, B, natürlich auch ein tolles Turnier und dass man ein Stück weit einfach von diesem Modus immer alles ist schlecht einfach mal ein bisschen wegkommt. Ich glaube, wir brauchen ein Stück weit Euphorie, auch so ein bisschen, ja, so eine gewisse Leidenszeit, wenn es vielleicht mal nicht so läuft in der Gruppenphase, und dann werden wir eine tolle EM haben in tollen Stadien, in tollen Städten. Und wenn RB-Spieler dabei sind, also Nationalspieler Deutschlands oder auch im Ausland, dann sind wir natürlich happy. Was ich super spannend finde bei Ihnen im Kader, ist die Torwartsituation im Sommer. Also Jannis Blaswig war ja zuletzt auch mal, finden Sie auch, ja, das ist schon mal gut. Jannis Blaswig war ja zuletzt auch mal eingeladen für die Nationalmannschaft, jetzt ist Piet Gulaschi momentan auf dem Platz und dann kommt ja noch Martin van der Voort dazu. Das heißt, Sie haben drei Torhüter im Sommer, ich habe gerade mal geguckt, haben alle auch noch dann Vertrag, die alle möglicherweise gerne im Tor stehen würden. Also drei potenzielle Stammtorhüter sind noch mindestens einer zu viel, oder nicht, Herr Schröder? Ja, wir haben jetzt die Statuten mal bemüht, wir haben auch schon mal einen Antrag gestellt, drei dürfen wir nicht reinstellen. Von daher ist natürlich schon so, erstmal freut uns das natürlich, dass wir einfach die Qualität einfach auch haben. Wir haben erfahrene Torhüter, wir haben natürlich auch einen Jungen, der dazukommt, ein top talentierter Torhüter. Aber Fakt ist natürlich auch, dass wir natürlich mit den dreien im Anspruch natürlich in der Saison einfach auch ein Thema haben werden. Aber die Entscheidung werden wir nicht jetzt treffen. Es ist vollkommen klar, wir werden die Dinge in Ruhe besprechen, aber Fakt ist klar, drei mit dem Anspruch, das wird auf Dauer dann schwierig, weil von den dreien wird einer gar nicht dabei sein. Da haben wir das Thema Budget, was dazukommt. Also das wird auch nicht nur auf dem Feld, sondern der Torhüter ist auch im Feld, aber nicht nur, ich sag mal, die Feldspieler, sondern auch dann der Torwart. Da wird es spannende Entscheidungen auch geben, aber da sind wir jetzt noch nicht, weil jeder muss sich unterordnen dem Ziel, direkte Quali Champions League. Wenn die erreicht ist, können wir andere Themen angehen, aber wie gesagt, haben sie gut vorformuliert mit den dreien. Das, glaube ich, wird dann über den Sommer hinaus dann nicht klappen. Das heißt, da gab es auch noch gar keine Gespräche. Ich vermute mal, Sie haben Ideen im Kopf. Also verleiht man den jungen Mann nochmal, lässt man einen von den beiden Erfahrenen gehen. Ja. Da werden Sie sich ja schon Gedanken zugemacht haben. Ja, wir haben natürlich auch da mit Freddy Gößling und Thomas Schlick natürlich zwei absolute Teuter-Experten hier bei uns, zusammen natürlich auch mit unserem Trainer Marco Rose, wo wir dann natürlich auch die Dinge besprechen. Natürlich gibt es immer Gedankenspiele, aber die sind natürlich jetzt nichts für den Podcast und nicht für die Öffentlichkeit. Ach, schade. Ja, sehr, sehr schade, finde ich auch. aber da muss man natürlich trotzdem auch wieder Leistungen einfach wirken lassen. Man muss ja auch dazu sagen, Piet Gulaschi macht's gut, man muss aber genauso gut hervorheben, wie Jannis Blaswig mit der Situation umgeht. Sie haben es super moderiert. Er wird gerade Nationalspieler, so, und dann, sag mal, geht aus dem Tor raus, wie der mit den Dingen umgeht, wie positiv der geblieben ist, für die Gruppe arbeitend, einfach auch da sein Ego quasi runterfährt, damit das einfach hier einfach weitergeht. Und das ist einfach auch sehr, sehr schön auch zu sehen, wie sie an einem Strang ziehen. Du kommst mit einem jungen Torhüter, der aus Belgien kommt, der maximal ambitioniert ist. Also besser so, als wenn du nicht einen einzigen gescheiten Torhüter hättest, der sozusagen dahingehend auch dann Qualität zeigt. Wir haben gleich alle Personalien abgehakt. Gerne. Einer habe ich noch, und zwar Timo Werner. Ja. Ist momentan bei Tottenham. Er scheint zumindest glücklich zu sein. Also ich habe ihn nach seinem Torjubeln sehen zuletzt. Da wirkte er auf, also Werner Thomas ist immer gut, aber da wirkte er zufrieden. Ja. Was hören Sie aus London? Wie ist das mit Timo? Ja, man muss sagen, die letzten ein, zwei Wochen hatte ich relativ viel Kontakt mit dem Timo. Hatte ja unter anderem auch Geburtstag. Schreibt man sich. Da geht es ja dann um kleine Messages einfach auch. Guck mal, dein Lauf geht weiter, ne, wenn er dann wieder getroffen hat. Also wir sind total happy, ja, dass Timo sich wohlfühlt, weil ich glaube, das siehst du in dem Gesicht. Und einfach das spricht Bände, wenn du, ich weiß nicht genau, ob du, glaube ich, 84. reinkommst und dann direkt triffst und dann einfach sein glückliches Gesicht siehst, wie er mit Son aufgrund der Vorlage dann feiert. Dann wissen wir einfach, der Timo fühlt sich pudelwohl. Und das wird ihm auch absolut gerecht. Ist ein toller Mensch, toller Spieler. Wie gesagt, maximale Unterstützung. Wie gesagt, geschrieben und da macht das wirklich einen ganz, ganz tollen Eindruck. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ne? Wünschen ihm maximalen Erfolg, haben dann die Vertragskonstellation und werden dann sehen, was Richtung Sommer passiert. Also eine RB-Zukunft ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Natürlich nicht. Ist unser Spieler, hat langfristig Vertrag. Wenn der gute Leistung bringt, die bringt er. Dazu noch deutscher National, hoffentlich vielleicht auch bald wieder deutscher Nationalspieler. Wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Natürlich nicht. Ich muss einmal nachfragen. Jetzt kämpfen Sie momentan gerade um die Champions League Quali. Jetzt haben wir ja eine Saison, wo die Bayern wahrscheinlich, ist ja noch nicht klar, nicht deutscher Meister werden.
Zwei Pokalsiege gab es in den letzten Jahren für RB. Ich vermute mal, innerhalb des Vereins, so rund um den Verein, würde man auch ganz gerne mal nach der Schale greifen. Wie groß ist der Druck? Also wird da schon Feuer gemacht? Wird da gesagt, so jetzt müsst ihr aber langsam mal? Gerade wenn man Leverkusen sieht. Also ich vermute, ich denke mich immer rein. Wissen Sie, ich denke, beim BVB wäre man wahrscheinlich gerade gerne Leverkusen. Bei Ihnen wäre man gerade gerne Leverkusen. In der ganzen Bundesliga wäre man wahrscheinlich gerade gerne Leverkusen. Aber bei Ihnen ist ja der Anspruch auch da. Ja, also ich glaube, wer im Sport arbeitet und im Fußball arbeitet, möchte immer maximale Ziele erreichen. Das ist dann natürlich die deutsche Meisterschaft. Natürlich muss man auch realistisch sein. Leverkusen hat eine Ausnahmesaison, haben tolle Entscheidungen getroffen, sind einfach verdient auf Platz 1. Natürlich muss man sagen, dass die Bayern, ich sag mal, trotz, dass wir davon reden, dass sie schwächeln, haben sie ja trotzdem eine gute Punktzahl. Also es ist ja nicht so, dass sie da auf Platz 2 stehen und sind dann gefühlt im Minusbereich der Punkte, sondern klar ist es natürlich auch, dass der Umbruch bei uns im Sommer natürlich auch schon groß war mit 4 absoluten Stammspielern in Nkunku, Szoboszlai, Leimer und Guardiol. Trotzdem haben wir toll investiert, haben der Verein hat uns ein Budget auch zur Verfügung gestellt, um da wieder uns toll zu verstärken. Es ist einfach so, wie es ist, muss man auch annehmen und auch kritisch miteinander umgehen, dass wir den einen oder anderen Punkt liegen lassen haben. Da sind wir aber auch ganz offen, um mit der Kritik auch umzugehen. Und trotz allem ist auch nicht alles schlecht, sondern haben auch da wieder Momente, um noch alle Zeit die Saison top zu Ende zu spielen. Für die Mannschaft wird es nicht reichen. Es ist trotzdem so, dass wir natürlich budgettechnisch auch da, wenn die Bayern es normal spielen und sich normal in einer Saison bewegen und es ist natürlich super, super schwer wird, immer Meister zu werden. Wir werden uns nicht dagegen, werden uns immer maximal aufstellen. Trotzdem ist es schön, dass die Bundesliga einfach mal so ist und in der Saison, wie sie die letzten 11 Jahre nicht war. Kommen wir zum Spiel von heute Abend. Ja. Der FC steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, würde ich sagen. Die müssen auch unbedingt punkten, ist klar. Das gilt für Sie aber auch. Also wenn Sie Ihre Ziele erreichen wollen, dann sollten Sie da nichts liegen lassen. Ich glaube, beide Mannschaften wollen dreifach punkten. Das ist eigentlich immer eine gute Voraussetzung für ein gutes Spiel. Den FC sehen wir total stabil. Vielleicht sieht man das nicht an den Ergebnissen, aber wie sie auftreten, wie sie vor der ganzen Mannschaft auftreten, sehr, sehr strukturiert. Wenn man das Spiel gegen Leverkusen sieht, ich habe es mir 90 Minuten angeschaut, dann siehst du eigentlich, warum du unten stehst, ne? Weil du einfach die guten Situationen, die du hattest, einfach mit Pech ein Stück weit auch. Ne? Wenn der Adeyemi einen 1-1 Ausgleich erzielt, wo der Innenpfosten rausgeht, dann läuft das Spiel ganz anders. Dazu hast du auch noch eine rote Karte noch von Dielmanns auch gehabt. Ich sag mal, das sind alles so Kleinigkeiten, die da mit reinstehen. Aber trotzdem ist Köln dran. Köln ist immer sehr, sehr, sehr ambitioniert, sehr, sehr eklig auch in den Zweikämpfen. Publikum ist top. Also das wird einfach eine ganz, ganz schwierige Nummer. Und trotzdem, wie gesagt, wir haben unseren Anspruch, das Spiel heute Abend in Köln auch zu gewinnen. Und aber dafür müssen wir eine richtig, richtig gute Leistung zeigen. Wie sieht es personell bei Ihnen aus? Gut. Ja, also alle fit, ja? Bis auf Lukas Klostermann sind wir alle ready. Das ist auch gut, weil absolut Konkurrenzkampf da ist. Du siehst auch diese Trainingswoche, die kurz war, die war aber knackig. Konntest du auch sehen, ne? Jeder Lechts-Trainer hat natürlich auch das eine oder andere dann auch mal in der Situation auch mal verändert. Das gibt dem Kader auch wieder eine Möglichkeit. Oh, hoppala, warte mal. Da hat jetzt mal der Konkurrent gespielt. Jetzt will ich mich im Training auch wieder zeigen, damit ich klar auch wieder Freitag starte. Und das ist einfach schön zu sehen. So einen Tipp brauche ich noch. Wir werden das Spiel gewinnen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und ja, ich wünsche Ihnen ein spannendes Spiel heute Abend. Hat mich sehr gefreut. Wunderbar an alle Zuhörer. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, soweit Rufen Schröder. Sehr interessant. Und bei mir ist jetzt Niklas Heising. Hallöchen. Wir haben ja gesagt, wir machen es heute ein bisschen anders. Also wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, liebe Stammis. Wir werden morgen über die Spieltagsvorschau sprechen. Da wird es natürlich auch nochmal ein, zwei Worte zur Champions League und Europa League Auslosung geben. Aber heute müssen wir uns um Julian Nagelsmann kümmern. Also wir tauschen ein bisschen den Plan, weil da gibt es so viel drüber zu besprechen, ist ja Wahnsinn. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja diese coole neue Wettart, wir haben schon mal drüber gesprochen, die Spielerduelle. Da könnt ihr den einen Spieler der einen Mannschaft gegen einen Spieler der anderen Mannschaft antreten lassen. Ihr sagt, wer trifft öfter? Oder ihr könnt auch sagen, die treffen beide gleich oft, zum Beispiel gar nicht. Also, könnt ihr machen, könnt ihr drauf setzen, das Ding hat Neobet exklusiv. Ja, Kuss geht raus, erstmal an Neobet wieder und die haben was ganz Spezielles für euch, liebe Stammis. Es gibt 10 Euro gratis Wettguthaben für Neukunden mit dem Code STAMMPLATZ10. Auf neobet.de oder in der App, könnt ihr da auch ganz einfach machen. Einfach bei der Registrierung auf neobet.de den Code STAMMPLATZ10 zusammen und 10 als Zahl eingeben und sofort landen 10 Euro Gratis-Wettguthaben ohne Einzahlung, unverbindlich und kostenlos
auf deinem Wettkonto. Ja, und okay, die Einzahlung ist ein gutes Stichwort. Zusätzlich auf die erste Einzahlung erhält man 200% Bonus bis zu 50 Euro. Zahlt man also 25 Euro ein, bekommt man 50 Euro Wettguthaben on top. Also insgesamt 75 Euro. Alles legal und offiziell, der Neobet hat eine deutsche Lizenz, ist also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de. Werbung Ende. Das war schon ein sehr, sehr ereignisreicher Auftritt. Aber Julian Nagelsmann ist so geil in der Kommunikation als Bundestrainer. Ich bin ja großer Fan davon, weil der klar ausspricht, was los ist, was das Problem ist, was er denkt. Nicht dieses Rumgedruckse und alle sind gut und alle haben Chancen. Ja, das sagt er irgendwie auch, aber er ist auch ziemlich deutlich in seinen Begründungen. Das finde ich super. Und wenn es Themen gibt, die er jetzt nicht direkt ansprechen kann, also wo er Spieler nicht namentlich erwähnen kann, dann drückt er es zumindest indirekt so klar aus, dass jeder, der ansatzweise ein bisschen was vom Fußball versteht, sofort weiß, worum es geht. Und so ist es zum Beispiel bei Kevin Trapp. Er hat es nicht wörtlich gesagt, aber er hat gesagt, Kevin Trapp ist die Nummer 5 momentan in Deutschland. Und das ist schon krass. Ja. Aber muss man sagen, berechtigterweise auch. Also Trapp, habe ich immer das Gefühl, profitiert immer noch krass von diesem Europa-League-Triumph, wo für jeden sichtbar war, dass er da eine unfassbare Saison einfach hatte. Aber ich glaube, Eintracht-Fans werden mir da auch zustimmen. Jetzt in dieser Saison ist er definitiv nicht mehr auf diesem Niveau. Aber du musst dir mal vorstellen, was das für ein schlechtes Timing bei Kevin Trapp ist. Vor einem Jahr circa, als noch gar nicht klar war, ob Manuel Neuer wieder zurückkommt, ein bisschen mehr, also ich sag mal im Sommer. Im Sommer hieß es noch, ja, Ter Stegen oder Trapp, wer von den beiden steht im Tor bei der Europameisterschaft? Ja, ja, aber das hing natürlich auch immer noch mit diesem Europa-League-Ding zusammen. Klar. Millionen von TV-Zuschauern hatten auch gesehen, wie er da performt hatte. Also er hatte ja auch ein ganz anderes Standing, auch in der Öffentlichkeit. Ja, und dann kommt halt ein gewisser Manuel Neuer wieder zurück und zack, rutscht in die Hierarchie durch. Und dann hat man 2-3 Wochen, vielleicht auch mal 2-3 Monate schlechte Leistung und ganz schnell kann es gehen, weil Torhüter-Probleme hatten wir noch nie. Wollen wir dann direkt mit der Tür ins Haus fallen und über den größten Hammer dieser Pressekonferenz reden? Ja. War für dich auch Mats Hummels? Ja, ganz klar. Also nicht, dass er nicht nominiert ist. Das hat mich jetzt nicht so super gewundert. Das ist nicht überraschend, aber es gab eine indirekte Knallhart-Ansage. So würde ich es mal irgendwie formulieren. Genau. Ich fasse mal zusammen, wie ich es wahrgenommen habe mit meinen eigenen Worten und du sagst mir, was du darüber denkst. Er sieht Mats Hummels momentan nicht in der Startelf und für die Bank ist Mats Hummels nicht geeignet. So habe ich ihn verstanden. Für die Bank ist er zum einen nicht geeignet, zum zweiten hat er da auch scheinbar einfach gar keinen Bock drauf. Mats Hummels hat da keinen Bock drauf, ja. Weil genau das war ja das Thema, was er wurde auch nach Thomas Müller zum Beispiel gefragt, ja, der wieder nominiert ist. Er wurde sogar konkret gefragt, warum kann ein Thomas Müller nominiert werden, den er ja auch zurückgeholt hat und ein Mats Hummels nicht. Und darauf hat er eine Antwort gegeben. Also der Name Hummels fiel in der Frage. Wollen wir mal reinhören, was er gesagt hat? Auf jeden Fall. Thomas ist einfach ein Spieler mit einer Bedeutung auch außerhalb des Platzes, nicht nur auf dem Platz, der natürlich auch ein Gesicht des deutschen Fußballs ist, ein Gesicht der Fans ist. Diese Rolle kann er immer ausfüllen und ja, er ist ebenso, wie ich vorhin gesagt habe, über Ilkay und über Marc, auch er ist ein intelligenter Spieler, der Dinge versteht und begreift und der nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern die Mannschaften. Das brauchen wir beim DFB. Es ist einfach so, du hast als Spieler, das ist schwierig im DFB-Team, dich über Trainingseinheiten und so weiter in eine Startelf zu spielen, sondern am Ende gibt es mehr oder weniger vorgefertigte Rollen und alle Spieler, die damit klarkommen, haben die Chance, auch beim Turnier dabei zu sein und Spieler, die damit nicht klarkommen, dürfen das ehrlich kommunizieren und haben dadurch natürlich keine Chance, beim Turnier dabei zu sein, aber vielleicht ersparen sich selbst Ärger, ja? Und am Ende dürfen sie es immer offen und ehrlich sagen und die Fragen stelle ich auch jedem Einzelnen und die Großteil oder den Großteil der Antworten kenne ich auch schon. Ja, und ich meine, da hörst du es ja schon raus. Also letzten Endes wird es da Gespräche gegeben haben mit Hummels, wo Nagelsmann ihm recht klar gesagt hat, pass auf, du bist kein Stammspieler. Was ich dir anbieten kann, ist, du bist Dritter oder Vierter Innenverteidiger, was auch immer, vielleicht auch nur Fünfter, weiß ich jetzt nicht, irgendeine Rolle auf jeden Fall auf der Bank. Und Hummels wird irgendwie gesagt haben, du, dafür muss ich nicht zur Nationalmannschaft zurückkommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und bei Thomas Müller das krasse Gegenteil wohl. Absolut. Ja, und ich meine, dann war es von Nagelsmann, wie gesagt, diese, in Anführungszeichen jetzt, Ansage, pass auf, wenn du deine Einstellung dem gegenüber nicht änderst, dann kommst du nicht mit zur EM. Ganz einfach. Einer, der große Chancen hat, mit zur EM zu kommen, ist tatsächlich Maxi Mittelstädt. Und ich habe noch so ein bisschen gesagt, du lachst mich jetzt schon wieder aus. Ich habe ja noch so ein bisschen gesagt, so, ich weiß nicht. Und bei Hertha auch teilweise Katastrophenleistungen. Sieht Nagelsmann ganz anders. Da hat Julian Nagelsmann mich aber heftig gekontert auf der Pressekonferenz. Und zwar mit einem Statement, was nicht meinungsbezogen ist, sondern wo er ganz klar die Karten auf den Tisch legt.
Er hat statistische Begründungen dafür, dass Maximilian Mittelstädt momentan einer der vier besten Linksverteidiger der Welt ist. Und da frage ich mich dann, wo haben wir denn ein Außenverteidigerproblem? Scheinbar haben wir deutsche Marcelo oder was weiß ich, wen wir da haben. Roberto Carlos, ja. Wir haben doch die Spieler scheinbar. Ja, er hat gesagt, Maxi Mittelstädt ist statistisch gesehen der beste Verteidiger, Linksverteidiger der Bundesliga. Ja, also ich würde die Statistiken gerne sehen. Er wird da wahrscheinlich nochmal gesonderte Daten haben mit seinem Analystenteam logischerweise, aber du, der wird nicht lügen. Und ich fand sowieso interessant, was er über die Stuttgarter gesagt hat. Diesmal sind vier Stuttgarter nominiert. Anton ist jetzt dabei, Mittelstädt ist jetzt dabei, Führig war ja ohnehin schon dabei und Undaf ist jetzt auch dabei. Und er hat gesagt, ja, also ganz ehrlich, bei dem Momentum, was die haben, letzten Sommer hätte ich keinen aus Stuttgart mitgenommen. Jetzt hätte ich auch sechs nominieren können. Er hat die Namen Wanjomann und Stille auch noch aufgezählt. Ja, und ehrlicherweise, wenn er die nominiert hätte, ich glaube, da hätte es nur wenige gegeben, die sich wirklich beschwert hätten. Und bei Stuttgart, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also es gibt kaum Vereine in Europa, die so ein Momentum aktuell haben. Es gibt noch zwei Spieler, die meiner Meinung nach beide Momentum haben, aber nur einer von beiden ist dabei. Lass uns erst über den sprechen, der dabei ist. Da geht es um Alexander Pavlovic. Den hat er nominiert. Und ich möchte einmal ganz kurz Tobi Altscheffel dazu holen, denn der hat mit Pavlovic gesprochen und erklärt mal, warum der sich jetzt für Deutschland und nicht für Serbien entscheidet. Servus Stammis. Hi André. Der DFB-Kader ist raus und ja, viele Überraschungen gab es eigentlich nicht mehr. Wir hatten alles berichtet vorab. Auch Alex Pavlovic, der ist mit dabei. Dass er auf der Liste steht, das war schon ein paar Tage klar. Dass er zusagt, eigentlich auch. Aber jetzt hat er es offiziell und ich habe mit ihm drüber gesprochen. Ja, und er sagt schon, dass er formuliert so zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Also der Vater ist in Serbien geboren. Er ist Bayern-Fan durch und durch. Der Vater, der schaut sich jedes Training seines Sohnemanns an. Hat natürlich auch der Vater ein Herz, das für die Serben schlägt. Die Serben wollten ihn unbedingt einladen. Eigentlich hatte Pavlovic erstmal nicht damit gerechnet, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss. Hatte das für den September vertagt. Nun die Einladung von Nagelsmann, zu der Julian Nagelsmann ganz klar sagt, das ist keine politische, sondern eine sportliche Einladung. Und Pavlovic hat ja gesagt. Also der wurde in München geboren, der ist in Bayern aufgewachsen, der hat bei den Bayern immer gespielt. Und ja, die Staatsbürgerschaft hätte er, aber er fühlt sich mehr als Deutscher, ist mit dabei und hat auch die Chance, sich jetzt Richtung EM da reinzuspielen. Also Julian Nagelsmann betont das immer wieder. Er will Spieler, die ihre Rolle kennen, die mit einem Lächeln im Gesicht, auch wenn sie mal auf der Bank sitzen, bei der Sache dabei sind. Und Pavlovic, der kam nicht statt Goretzka, sondern ja, Goretzka musste zurückstecken, weil auf seiner Position andere, sprich Andrich oder Pascal Groß vor ihm sind. Pavlovic ist mehr so als Toni Kroos-Ersatz hinter Groß gesehen, hat jetzt seine Chance bekommen und wird am Montag anreisen zur Nationalmannschaft und wir schauen uns dann an, wie er sich dort schlägt. Kann nur gut sein für uns, ich sag's dir ehrlich. Auf jeden Fall, ich finde ja auch ehrlicherweise, das Thema stellt sich auch eigentlich gar nicht, ob das was Politisches war oder nicht. Der war in den letzten Wochen unumstrittener Stammspieler bei den Bayern. Also absolut, ja. Mit 19, das muss man sich vor den Augen halten. Und da kommen wir dann natürlich jetzt gleich noch auf einen anderen Namen zu sprechen, der es eben nicht in den Kader geschafft hat. Ja, obwohl der auch mittlerweile wieder unumstrittener Stammspieler bei den Bayern ist. Wir reden über den dynamischen Michael Ballack. Wollen wir das Fass jetzt schon wieder aufmachen? Leon Goretzka. Du hast doch mittlerweile genug Häme dafür eingesteckt, es ist oder? Mir völlig egal. Ich ziehe das durch. Du ziehst jetzt durch? Ja, okay. Ich finde, es ist ein guter Mann und ich finde, der gehört auch, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall in einen EM-Kader. Also sorry, ich meine es wirklich jetzt ernst, ne? Leon Goretzka, das werden einige Stammis jetzt überhaupt nicht fühlen. Den würde ich vor Ilkay Gündogan nominieren. Puh, boah, du, also. Weil ich sehe Gündogan nicht auf der 10, ich weiß nicht, was er da soll. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen freimachen, dass wir nicht zu sehr in der Aktualität leben. Ja, Goretzka war jetzt in den letzten Wochen wieder sehr, sehr wiedererstarkt, das muss man ihm lassen. Hat auch schon tolle Leistungen für die Nationalmannschaft gezeigt übrigens. Ja, natürlich hat er die gezeigt, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, wie bei so vielen Spielern ehrlicherweise. Ja. Ich finde, Goretzka muss jetzt erstmal noch gerade im Saisonendspurt auch wirklich zeigen, dass er diese wiedererstarkten Leistungen, die er jetzt gezeigt hat, dass er die auch wirklich über Wochen jetzt wieder abrufen kann. Du würdest eher Robert Andrich nominieren als Leon Goretzka? Ja. Warum? Hat auch wieder, finde ich, was mit Momentum zu tun. Aber was für Momentum? Der hat jetzt zuletzt mal ein bisschen gespielt, weil Palacios verletzt war. Aber normalerweise saß er bei Leverkusen ganz lange Zeit auf der Bank. Ja, natürlich. Er saß lange auf der Bank. Er hat jetzt aber viel gespielt. Jetzt musst du mal gucken, wie Xabi Alonso in den letzten Wochen mit ihm umgeht. Wenn er nicht spielt, dann ist er nicht dabei. Das ist ja klar. Stand jetzt würde ich Andrich vor Goretzka nominieren. Wir können das Thema abkürzen. Ich will jetzt gar nicht so super lange über Leon Goretzka diskutieren. Aber ich finde, dass du ein Mindestniveau bekommst, was andere Leute dir nicht garantieren. Einfach nicht garantieren. Und ich finde, so wie er zuletzt in Form war, und die Form war gut, also wenn wir schon über Momentum sprechen, dann müssen wir natürlich auch über das Momentum von Leon Goretzka sprechen. Und wenn er das hält, kommst du an dem bei der EM gar nicht vorbei.
Das mag sein. Ich möchte mal auf diesen Punkt zurück mit diesem Grundlevel, das er hat, was du sagst. Also das ist mit Sicherheit nicht höher als bei einem Ilkay Gündogan oder bei einem Toni Kroos. Und dann auf diesem, bei einem Toni Kroos davon rede ich. Also auf der zweiten Position kann es sein. Ja, da kann es, also es geht für ihn nur um diese zweite Position. Aber davon hat er ja gesprochen. Und Kroos kommt er im Mittelfeld auf keinen Fall vorbei. Das ist, also Gündogan sieht er ja scheinbar sowieso nicht mehr auf der Position, sondern auf der 10. Aber im Mittelfeld zumindest, ja, genau. Auf einer Mittelfeldposition. Ja, aber davon hat er ja gesprochen. Er hat gesprochen, dass da zwei Leute momentan vor ihm sind und da redet er von Pascal Groß und Robert Andrich. Und sorry, ich verstehe, dass die das noch ein bisschen defensiver interpretieren. Das Argument würde ich verstehen, dass man sagt, ich will jemanden, der ein ganz klarer, eine klare Holding Six ist, das hat Nagelsmann aber nicht gesagt. So, das würde ich verstehen, aber vom Grundlevel, und die sind auch vor diesem Turnier nochmal wochenlang zusammen, von dem Grundlevel, und das weiß Julian Nagelsmann ganz genau, der denn als Vereinstrainer trainiert, steht er über Andrich und steht er über Groß. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich würde Stand jetzt, wenn heute jetzt die Nominierung für die EM wäre, würde ich Andrich vor Goretzka nominieren. Ich glaube aber dadurch, dass noch lange Zeit hin ist, ehrlicherweise, wird das Goretzka jetzt wirklich Feuer unterm Arsch machen. Glaubst du, er wollte den kitzeln? Ja, klar. Also was sollte es sonst damit zu tun haben? Sonst könntest du das als Bundestrainer natürlich auch einfach machen und immer die Bayern-Spieler nominieren. Auch so einen wie Goretzka. Vor allem jetzt nach der Phase, die er jetzt zuletzt hatte. Ja. Aber jetzt kitzelst du wahrscheinlich nochmal die letzten Prozente heraus und jetzt bin ich mal gespannt, wie Goretzka darauf reagiert. Ihr merkt es schon, hier im Stammplatz ist Leon Goretzka ein richtig heiß diskutierter Personalie. Und ich sage jetzt nochmal abschließend dazu, wenn ich mir jetzt festlegen müsste, dann glaube ich schon, dass Goretzka dabei sein wird im EM-Kader. Nee, also es würde mich. Nein, ich hab ja ganz klar gesagt, Stand jetzt würde ich Andrich nominieren. Ja. Aber jetzt Andrich und Groß, also für mich ist Goretzka vor beiden. Auch jetzt aktuell? Ja, auch jetzt aktuell. Ja, gut, jetzt lass uns nicht schon wieder in die Diskussion einsteigen, aber ich lege mich jetzt einmal fest, ich bin mir ziemlich sicher, das wird ihn jetzt nochmal so kitzeln, dass er sein Niveau jetzt halten wird und dann wird er auch bei der EM dabei sein. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt einigen abschließend, oder? Ich freue mich drauf. Freunde, genug diskutiert für heute. Wir machen Deckel drauf. Morgen geht es um die Bundesliga-Vorschau und um den Europapokal. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja.